Chronik des Jahres 1988. Das Jahr lässt sich grau an, von Schnee keine Spur. Der Ludwigslauf muss verschoben werden. Dann so viel Schnee, fast zu viel. Doch nur für wenige Tage. Der milde Winter ist gerade recht für die Pflanzarbeiten im Garten des renovierten Pilatushauses. Skibob, eine neue Wintersportart. Wenig Schnee und wenig Zuschauer bei der ersten Meisterschaft am Kolbensattel. Ein Felsrutsch zerstört das Pumpenhaus an der Arme-Sedeln-Straße und legt Oberammergau trocken. Klingendem Spiel zieht im Mai 88 die Gemeinde nach St. Gregor. Die St. Gregor-Kapelle aus dem Jahre 1765 zeigt sich nach umfangreicher Restaurierung in neuem Glanz. Einst zum Schutz und als Fürbitte gegen die ständig drohende Wassergefahr dem heiligen St. Gregor geweiht, verfiel die Kapelle in den Jahren 1970 bis 82 immer mehr. 1984 begannen die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten, die die stolze Summe von 238.000 Mark verschlangen. Als Eigentümer hat die Gemeinde Oberammergau die Nutzung der St. Gregor-Kapelle der Pfarrgemeinde Oberammergau übertragen. Ein Dankeschön dem Volkstrachtenverein Oberammergau, der die Patenschaft für die St. Gregor-Kapelle übernommen hat und somit unter anderem für Aufsicht und Reinigung zuständig ist. Ein besonderes Vergelt's Gott an Frau Maria Lang für ihr jahrelanges, unermüdliches Bemühen um den Erhalt
der St. Gregor-Kapelle. Der jüngste Dirigent dirigiert anschließend die Musik, die zu geselligem Beisammensein bei Würstel und Bier aufspielt. An der Umgehungsstraße schreiten zügig voran. Die neue Ammerbrücke wird im Mai 88 betoniert. Unterhalb der Wankalm wird ein 100 Meter langes Tunnelbauwerk errichtet. Diese Einhausung gibt den Skifahrern die Möglichkeit, die Bundesstraße zu überqueren. Anfang September laufen die Bauarbeiten für den 245 Meter langen Irminger-Tunnel an. Die Anfangssprengung führt die Namenspatronin Frau Irmingard Streibel aus. Ministerpräsident, Innenminister und viel Prominenz sind bei der Feier des Tunnelanstichs vertreten. Französisch, dann die königlichen Hohen. Die liebe Frau Tunnelbart. Also das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe Deckenfeste erlebt. Lasst uns denn bieten. Allmächtiger Gott, du hast uns Menschen berufen, unsere Welt nach deinen Weisungen zu gestalten. Es werden die Bürger und Gäste von Oberammergau vor den Beeinträchtigungen des Verkehrs schützen wird. Und ich bitte auch die Erstes Straßenfest der Werbegemeinschaft Oberammergau. Ein gelungener Einstand bei herrlichstem Wetter.
außerordentlich großes Interesse stößt die Vorführung der Bergwacht. Bergungsarbeiten vom Rettungshubschrauber aus werden demonstriert. Das Auf- und Abseilen, wie es bei Unglücksfällen immer wieder nötig wird, wird dem staunenden Publikum vorgeführt. Feierlicher Gottesdienst, eine Ausstellung im Ammergauer Haus und ein Umzug anlässlich des 75-jährigen Bestehens der DRK Frauenbereitschaft in Oberammergau. Am 9. Juli 88 findet ein großer Kinderspieltag auf dem neuen Sportplatz statt. Begeistertes Kindergeschrei begleitet die Spiele und Wettkämpfe unserer Jungen und Mädel.
2500 Einheimische bei der feierlichen Beschlussfassung für die Passionsspiele 1990. Pontifikalmesse und Festakt im Passionstheater mit Weihbischof Schwarzenböck, mit Dekan Haug und Regierungspräsident Eberle. Es erklingt die Festmesse in C von Rochus Städler. Ein Oberammergauer wurde Ministerpräsident. Das Dorf gratuliert mit einer abendlichen Serenade Herrn Ministerpräsident Max Streibel. Unter den vielen Gratulanten auch Kinder, die ihr Verschen aufsagen und dafür einen Taler bekommen. In Bayern oder außerhalb. Und wir haben uns gedacht, wir geben dir hier gleich dieses hier mit Dirigentenstock und du kannst jetzt gleich den ersten Marsch dirigieren, damit du siehst, wie man das macht. Wir haben aufgeschlagen, hier sind die Noten und die Musik ist bereit. Aufgewachsen zu sein.
Anschluss muss der Herr Ministerpräsident noch viele, viele Hände schütteln.